Hey Freunde und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Und hier können wir gucken, Items, Ending, Secrets, was wir so alles haben. Wir haben jetzt, wir sind einmal gestorben, Items 61, Mormkills haben wir 2, Secrets haben wir 20 und Best Streak 1, verstehe ich nicht ganz. Hier haben wir die Items, blablabla, die ganze Liste. Und ich wollte euch noch zeigen, guck mal hier, das Polaroid. Wir fertigen es gerade an. Wir stellen es zusammen. So, und jetzt starten wir einen neuen Run mit Lazarus. Ich wollte aber ganz kurz nochmal sagen, dass Eden immer verschiedene Items hat. Denn der Zombie hatte auch mit Eden gestartet und hatte ganz andere Sachen als ich. Man sieht auch da unten Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und deswegen, ja, der hat immer unterschiedliche Items. So. Ach so, Winstreak. Ah, jetzt verstehe ich das, wie oft man hintereinander gewinnt. Ah, okay. Auf Hard kann man übrigens auch andere Items noch freischalten. Das knüpfe ich mir demnächst vor. Erstmal auf Normal mit Lazarus. Jeden einfach mal einmal testen. Und da sind wir. Basement 1. Du siehst interessant aus, mein Lieber. Ron Weasley. Oh, direkt der Itembaum. Perfekt. So. Edmund McMillan hat gesagt, dass Lazarus so ähnlich sein soll wie Maggie. Da ist übrigens ein Stein. Aber... Ja, man sieht auch da oben... Was aber? Keine Ahnung. Aber wir haben keine Bombe für den Stein. Man sieht da oben, man hat mal 1. Das heißt, ein Leben. Wenn man stirbt, ist man wieder... Ah, guck mal, noch ein neues Zeichen. Hatte das Zombie? Conjoined Friend. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hör auf, aus mir rauszuwachsen. Nein! Scheiße. Okay, wir haben unseren Kollegen hier. Das finde ich sehr geil, dass man jetzt Items hat, die uns in so Monster verwandeln, ne? Solche gegnerbezogene Items. Finde ich sehr gut. Wie zum Beispiel Monstrous Lunge gibt es ja auch noch. Okay, ich bin gespannt, was er macht. Ob er einfach nur schießt oder auch, ob er sich von mir trennt und angreift. Wäre interessant, wäre interessant. Kann ich ihn irgendwie trennen? Die Nabelschnur anschießen? Nee. So. Wir dürfen übrigens keinen Schaden nehmen und keine Herzchen aufheben. Dann schalten wir noch ein paar frei. Ach, guck mal, der... Das ist ja geil. Alter, das hilft uns ungemein. Okay. So. Keine Herzchen aufsammeln und nicht sterben. Dann schalten wir Samsung und Eve frei, genau. Zerstör dieses blöden Dinger hier. Wir müssen ein bisschen stärker werden. So, komm schon. Erledige alles für uns. Und hier haben wir einen Schlüssel. Zwei Schlüssel sogar schon für die nächste Ebene. Ein Herzchen, welches ich hoffentlich nicht aufheben werde. So. Ansonsten lief es eigentlich ganz gut, ne? Mit der Facecam weiß noch nicht. Ich kann halt nicht eure Kommentare so lesen und wie es so ankommt. Weil ich jetzt im Voraus aufnehme. Vielleicht stört es euch extrem mit der Facecam, was ich mir auch gar nicht vorstellen kann. Boah. Meine Stimme tut auch schon weh. Ich muss mal ganz kurz... La 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 li, la la la. So. Die Stimme ein wenig ölen. Wenn man hier schon seit mehreren Stunden redet und Isaac zockt wie ein Verrückter, ist natürlich krass. Deswegen entschuldige ich, wenn ich ein bisschen still bin in diesem Run. Aber naja. Auf jeden Fall, die Facecam, ich glaube, die würde sonst stören. Ich könnte sie irgendwie rechts in die Ecke packen, aber das würde auch stören. Das ist halt das Problem, ne? Im Livestream werden wir auf jeden Fall die Facecam dabei haben. Keine Frage. Wenn ich Runs auf dem Stream hochlade. Da bist du, hey. So. Ach ja, der Zombie war auch verzweifelt in einem Run. Wenn schlecht läuft, kann Isaac einen schon sehr verzweifeln. So. Und auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hier haben wir direkt den Boss. Da haben wir schon alles. Das heißt, na gut, der Geheimraum. Aber wir haben keine Bomben. Verdammt. Let's go. Mund through. Lass uns nicht zerstören. Whoopsie. Oh, Mama. So, Alter, der macht gut Schaden für die ersten Ebenen. Ist natürlich nicht so übertrieben krass, weil seine Reichweite auch nicht so übertrieben ist. Bei Isaac und so wird das schon problematisch. Aber jetzt hilft er uns ungemein, die normalen Ebenen zu schaffen. So, Herzen nehme ich nicht auf. Wir bekommen ein HP-Upgrade. Eins nur und sonst kein Deal with the Devil oder sonst was. Bomben haben wir hier eins. Da, ich sehe einen blauen Stein. Sprengen wir. Mr. Mega ist appeared in the basement. Nice. Supi. Leider noch Kohle, okay. Aber dafür haben wir ein Achievement bekommen. Okay, interessant. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Ebene rein. Haben wir hier alles? Itemraum, Shop. Müssen wir jetzt nicht unbedingt reingucken. Let's go. Ja, ihr habt mir schon ein bisschen geholfen in den Kommentaren. Ich finde es natürlich richtig cool, wenn ihr mir helft. Aber ich will jetzt nicht immer gespoilert, sondern ein paar Sachen selber rausfinden, ne? Und...
Ach, will ich hier rein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die Donation-Dinger. Das war kein Spoiler. Das war eigentlich ganz cool. Oh, wir haben Schaden bekommen. Das ist kacke. Gut, dann schalten wir Eve und sowas einfach irgendwann frei. Den Deal with the Devil können wir auch irgendwo in Popo schieben. Auf jeden Fall, die Donation Bank in dem Shop, da kann man Geld spenden. Und wenn du Geld gespendet hast, kannst du das im nächsten Run aufsprengen und dann bekommst du das Geld, oder? Habe ich es richtig verstanden? Ist auf jeden Fall cool, wenn es richtig ist. So. Und go. Da hat er weggesnackt. So, lass mal gucken, was ist das denn? Hier ist das Salz? Unicorn Stump, you feel stumped. Unicorn Stump, okay. Ist das ein One-Room-Charge? Fänd ich geil. Testen wir einfach gleich mal. Ach, so ist das. Und nach einem Raum, oder was? Wenn das so ist, wär's cool. So, komm, fress die mal, die da auch. Danke. Auf Wiedersehen. Ein Raum, tatsächlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie eine verbesserte Version von diesem Einhorn, ne? Aber das ist anscheinend irgendwie ein Huf von einem Einhorn, oder was? Oh Gott. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Hey, es war schon so. Als ich es aufgehoben habe. So. Genau. Das machen wir erst kaputt. Gott. Das dauert lange jetzt. Jeden Kackhaufen aufschießen und hoffen, dass da irgendetwas gedroppt wird. So, ich hoffe, wir bekommen irgendwie 15 Münzen zusammen, damit wir im Shop ein bisschen Geld ausgeben können. Ne, Ron Weasley? Wie geht's eigentlich Harry? Oder ist das Harry an deinem Kopf? Oh Gott. Oder nee, du hängst immer mit Hermine ab in den ersten Folgen und so, ne? Glaube ich. So lange her, als ich Harry Potter geguckt habe. Schon alles vergessen. Muss ich mal nachholen. Vor allem habe ich die neuesten Filme nie gesehen. Alien-Filme, Harry Potter-Filme. Alle muss ich nachholen. So, lass mal an dem Ding hier unten spielen. Wir haben jetzt eh Herzen aufgehoben, Herzen verloren, also es ist jetzt kein Problem. Iveback, Portable Blood Bank. Klappt der Trick jetzt, würde ich jetzt gerne testen. Nee, es geht nicht, man muss jetzt immer... Ah, okay. Gut, Eddie. Eddie McMill. So, 15 Münzen haben wir jetzt auf jeden Fall. Damit können wir in den Shop reinglupschen. Let's go. Mal gucken, was wir bekommen. So, hier liegt auch ein... Ach, das ist da. Oh, das Herzchen ist da drin. Ach, da habe ich das Herzchen vergessen. Ei. Ach, guck mal, das haben wir freigeschaltet. Dann lass mal direkt schauen, was es macht. Little Bag, extra Pill Room. Ah, jetzt können wir zwei Pillen tragen. Okay, cool. Amnesia. Puberty. Boah, die Pillen sind dabei echt scheiße, ne? Ich freue mich schon, wenn wir mit Kane spielen, oder? Das wird ein richtiger Erleichterungsrun. Komm, töte sie. Dankeschön. Gott. Machst du dir Dreadlocks oder was? Langsam mutieren wir zu... Wow, da hatten wir Glück gehabt, dass wir nicht in die Luft geflogen sind. Langsam mutieren wir zu ungespielt hier. So, zu Simon. So. Komm schon, töte die. Ah, die schießen auch noch. Ich möchte nicht abkratzen. Ich möchte nicht abkratzen. Wobei, eigentlich könnte ich jetzt abkratzen. Die Runs liegen sehr gut. Wobei ich meinen Streak natürlich oben halten will. Das heißt, wir werden nach dem Mom's Hort direkt reinspringen. Weil es bringt uns ja eh nicht so viel noch da zu Isaac zu gehen, weil wir das Polaroid nicht haben. Ziel ist es jetzt eigentlich... Ziel ist es jetzt eigentlich... Das Polaroid vollzukriegen. Genau, ich habe gerade überlegt, wo ich den sprenge und sowas. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie so einen Stein, der ein Kreuzchen hat. Okay, Amnesia verwirrt mich sehr. Tja, Basement Curse of the Lost. Super. Ihr Arschgeigen. Gab es hier sonst noch einen Stein mit einem Kreuz? Würde ich appreciaten. Da gab es ein paar Herzchen. Appreciate ich sehr. Gut, los geht's. Ich freue mich schon auf den Stream mit euch auch, der ja morgen stattfindet. Okay, für euch war ja schon längst. Also, das nehme ich ja am Release-Tag von Isaac auf, diesen vierten Part hier. Glaube ich, ist der vierte? Bestimmt. Wenn nicht, dann ist es halt nicht der vierte. Hier im nicht vierten Part. So, was haben wir hier? Larry Jr. Okay, jetzt bin ich sehr froh, dass es ein normaler Boss ist, weil wir nicht so stark sind. Weißt du, so ein Boss, den wir kennen, das ist okay. Da kann er auch schön an ihm snacken hier. Komm schon, entscheide dich für einen. Ich muss auch ein bisschen hinter dir hergehen.
Fühlt sich an, als würde ich Gasse gehen. So. Oh, Damage Upgrade. Speed und Damage Up. Tja, finde ich gut. Finde ich gut. Sage ich nicht nein zu. Jetzt haben wir natürlich nicht so das Glück mit den ganzen Devil Deals. Schade. Ich wollte auch den Seed einblenden, ne? Oh Mann, daran denke ich nicht. Weil ich auch nicht weiß, wie das geht. So. Vielleicht muss ich Escape drücken. Ah, da ist der Seed oben links. Da. Also, für als Drücke. Das ist der Seed. Cool, oder? So. Perfekto. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in nächste Ebene, oder? Ja. Haben, glaube ich, alles geklärt. Blöde Amnesie. Da sind wir, Caves 1. Gott, sehen wieder aus. Oh, diese Spinnen. Brimstone-Dinger sind ein bisschen brutaler. Ah, Mist. Irgendwann kommt ja auch dieses, was wir freischalten. Oh, guck mal, diese Lichteffekte an den Wänden an. Richtig nice. Irgendwann kommt ja auch, die schwerere Version von diesen ganzen Ebenen, ne? Das wird auch noch ziemlich geil. Wir sollten auch vielleicht die Space Dust da einsetzen, ne? Nur so nebenbei. Ich meine, das ist ein One-Room-Charge. Wieso setzt das nicht ein? Keine Ahnung. Ich sitze immer noch im Kopf so, ey, das ist blöde Einhorn-Teil. Dass uns da das 6 Räume braucht oder so. So. Okay. Oh. Lassen Sie mich in Ruhe. Kommt raus, da kommt raus. Das Scheiße, ich dachte, ich kann das irgendwie so in die Luft jagen. Okay, peinlich. Naja. So, Kampfraum können wir nicht rein, uns fehlt ein Herzchen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh, du blödes Feuer, wirst erstmal weggebeamst. Sehr gut, sehr gut. Oh, Tabby Set. Tja, könnte man vielleicht irgendwie cool kombinieren mit irgendetwas, wenn man etwas hätte. Wie zum Beispiel das hier. Ein Feigenblatt. Gnawed Leaf, Unbreakable. Ja, was heißt das jetzt? Oh, guck mal, ich habe so ein Schwänzchen am Hintern. Unbreakable. Unbreak. Oh Mann. Keine Ahnung, was das macht. Keine Ahnung, was das macht. Komm, zerstör die Dinger hier. Da, den da auch. Whoop. Ach, guck mal, ich kann. Das habe ich bei Cobalt Street gesehen. Jetzt verstehe ich das. Wir mutieren zu einer Statue und sind unzerstörbar. Ey, wie geil ist das denn? Also die Gegner können uns nicht wehtun. Das ist sehr gut. Dann können wir einfach so zu Isaac gehen, stehen bleiben und dann tötet er ihn. Wenn ich das richtig verstanden habe. Warte, das setzen wir einfach mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleib stehen, bleib stehen. Seht ihr? Es ist Zauberei. Jetzt müssen sie nur zu mir kommen. Natürlich dauert das immer seine Zeit, bis wir da stehen bleiben. Ich würde auch gerne versuchen, geht das mit dem Unicorn? Dass ich einfach so stehen bleibe? Genau. Perfekt, das ist eine sehr gute Kombi. Wow, jetzt habe ich Angst bekommen, irgendwie aus irgendeinem Grund. Da könnten wir uns das einsetzen und dann zu Isaac stellen und dann besiegt das Blue Baby, also dieses Ding da. Ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Isaac. Oh, der hat mich zum Mega Ma, heißt der. Okay. Pass auf, wir demonstrieren das einfach mal hier dran. Zack. Und jetzt bringt ihr ihn um. Wir bekommen keinen Schaden. Und ich mache nichts. Ich entspanne gerade, lese ein Buch. Ich kann euch einen Witz vorlesen, wenn ihr wollt. Ja, ja, du bist richtig wütend, oder? Das ist natürlich eine richtige Billigtaktik, aber Leute. Wenn das klappt, warum nicht? Unbreakable. Tja, jetzt wisst ihr, warum ich den Part unzerstörbar genannt habe. Aber was kann ich denn hier vorlesen? Witz. Was macht der Gesangsunterricht deiner Schwester? Wird Sissy gefragt. Wird schon besser. Jetzt können wir schon die Watte aus den Ohren nehmen. Und schön langsam dürfen wir auch die Fenster wieder aufmachen. Ja, immerhin. Gut, wir machen jetzt nicht so viel Damage, ne? Na, wollen wir langsam kämpfen oder was? So. Ah, Shot Speed Up. Nehmen wir einfach mit, einfach weil es das erste Mal ist. Plus Damage Up. Ach, guck mal. Jetzt hat das auch Damage Upgrade. Nicht schlecht. Cool. Cool, cool, cool. Hat sich bestimmt der Cobalt Streak beschwert. Das scheiß Item ist mir immer ignorant. Und auf Wiedersehen. Boah. Leute, tut mir leid, dass ich das einsetze, aber
ich will es einfach mal testen, ne? Irgendwann später können wir dann entscheiden, nee, das ist doch langweilig, tut. Aber jetzt ist noch alles erlaubt, Leute. Jetzt ist alles erlaubt. Ich würde auch gerne, ein Herzchen finden, damit wir in den Kampfraum können. Wäre vielleicht ganz cool. Und zu dem würde ich auch gerne gehen. Zack. Mach's kaputt. Verrückt. Einfach verrückt. Jetzt habe ich mich bewegt, weil ich weg wollte, weil es mir zu lange dauert. Man muss die Geduld mitbringen. So, ich mache das nur bei wirklich krassen Gegnern. So, sprengen wir ihn oder sprengen wir da unten die Herzen? Ich glaube, wir versuchen es hier bei ihm, ne? So. Vielleicht droppt er uns ein Herzchen. Oder er droppt uns gar nichts. Ein AP-Upgrade. Super. Mhm. Oh Mann. Tja. Wir machen es jetzt auf einem einfachen Weg. Da würde ich sagen, wir versuchen es vielleicht sogar zu Isaac zu kommen. Oder wie gesagt, ich will es eigentlich ehrlich gesagt nicht versuchen. Ehrlich gesagt will ich es nicht versuchen. Ich will einfach Isaac das erste Mal richtig töten und nicht so noobig, oder? Das versteht er doch. Der Stolz. So, dann lass uns hier den nicht sehen. Ich habe echt Schmerzen im Hals. Boah, ich brauche was zu trinken, aber ich habe hier nichts. Oh oh. So. Caves 2. Auf geht's. Süße Fliegen. Wenn jetzt zum Beispiel Super Pete kommt oder sowas, dann denke ich mir, ne, du kannst mich am Arsch lecken. Dann noch Daddy Long Legs, wo wir einfach gar nichts machen müssen. Wir bleiben einfach stehen. Was machen die da? Hüpfen die auch irgendwie? Boah, die spawnen aber echt viele Bienen. Und dafür, dass wir nicht so stark sind, werden jetzt ein Problem. So. Uiuiui. Schnell töten, bevor es hier ausartet. Das will ich haben. Was ist das? Was ist das? Ein Trinket. Will ich haben. Oh, fuck. Wir müssen irgendwie eine Leiter kaufen oder sowas. Oh, nein. Wo kriege ich jetzt eine Leiter her? Ist schon spät. Boah, diese Knochenmänner sind so schnell. Puh. Eine Bombe auf jeden Fall. Lass mal die hier sprengen. Leider nichts für uns. Bossraum direkt. Caves 2? Ne, da kommt noch nicht die Mom. Lass uns die Pille mal nehmen. Puberty? Oh no, I don't need this. Let's go, chop. Wie geil. Na, macht es noch was? Die Musik ist auf jeden Fall weg. Komm, die bekämpfen wir ganz easy. Aber ihr kennt jetzt auf jeden Fall einen Trick, um sterblich zu werden. Sehr interessant. Und mit so einem Item könnt ihr auf Nummer sicher gehen. Hier, was ich als Space-Item habe. Irgendetwas, das euch schützt, damit ihr näher an Isaac ran könnt. Und auch still stehen bleiben könnt. So, Holly bringt euch was bei. Hättet ihr auch nicht erwartet. Was? Spelunker bei Achieved. Oh, okay. Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Puberty. Health up. Oh, super. Health up. I can see forever. Ah, guck mal. Boah, ich hab Angst. oh, Damage Upgrade. Enemies will pay. Ist doch dieses Depack gewesen, oder? Hoffentlich. Weiß ich gerade nicht. Aber naja, schauen wir mal, ne? So. Will ich Kopie werden? Ich glaube nicht, oder? Oh Mann, vielleicht schaffen wir es, Kopie zu werden. Ein Herzchen opfern? Nee. Da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Super, wir sehen die ganzen Geheimräume. Und zwei Bomben. Super. Toll. Dann schauen wir mal, ob wir eine Leiter bekommen. Eine Leiter. Okay, ich höre schon auf. So. Ein heiliges Herzchen, Hallöchen. Ich nehme mich doch gerne mit. Schwarzes Herzchen haben wir übrigens auch. She loves you. Oh, schon wieder so ein kleines Krabbelvieh, das uns hilft. Okay. Sag ich nicht nein zu. Sag ich nicht nein zu. Oh Mann, ich würde gerne wissen, was das macht. Kann ich da irgendwie durchbacken oder so? So, schauen wir mal, was das Ding macht. Oh mein Gott. Puh, Glück gehabt. So.
Können wir den sprengen eigentlich? Ja, okay, der hat aber nicht was. Also nichts für uns. Oh, uns fehlt ein Schlüssel. Upsi. Okay. Diese Spinnen. Ach guck mal, wir spucken jetzt auch diese Teile, ne? Also wir spucken auch wieder Spinnen, wenn wir Gegner töten. Aber lassen sie spawnen. Lassen sie schlüpfen aus unseren Gegnern. Oh. Okay. Immer noch keinen Schlüssel, aber wir haben auch ein paar... Oh, da ist er. Ich habe gar nicht gesehen, den Gegner. Der eine hat sich hinter der Dingsbums versteckt und der andere war einfach... im schwarzen Winkel. Heißt der schwarze Winkel? Todeswinkel. Schwarze Winkel. Das ist dieses Witzebuch, das macht mich voll rassistisch. Ernsthaft, die Witzrakete. Habe ich immer in Alien Isolation vorgelesen und da gibt's echt, weil die ist von 1978 oder sowas und sehr interessante. Ah, ich greife gerade meine eigene Spinne an, ey. Na komm schon. Also auf jeden Fall sehr menschenfeindlich, rassistisch und sonst was waren die Witze. So. Ich werde jetzt auch einfach stehen bleiben. So, warum sollte ich da reingehen? Weiß ich nicht. Weil es da vielleicht ein cooles Item gibt. Aber das wäre mir viel zu risky, risky, risky. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Schade, wir wissen nicht, was das macht. Wäre wahrscheinlich das Ultimative. Das sieht aus wie so ein Auge, dass wir uns reinplupsen und dann machen wir mehr Schaden. Irgendwie sowas. Puberty nochmal. Let's go. So. Wir spielen gegen die Zeit, glaube ich. Ich verstehe es nicht. So. Nee, das nehme ich nicht mit. Das nehme ich nicht mit. Das kannst du vergessen. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Aber wir landen wieder hier. Capis Paw, okay, cool. Leider sonst nichts mehr. Ja, Capis Paw ist auch ziemlich sexy. Hat uns ja ein bisschen den Arsch gerettet. Ich glaube, das nehme ich auch wieder mit. Wie gesagt, unsterblich will ich eh nicht werden. Ich will das auf dem legalen Wege schaffen. Außerdem kann ich mich einfach so... Zack! Und schon sind wir unsterblich. Noch was? Nein. Verrückt. Hey, das ist so gewollt vom Spiel. Dann darf ich es wohl einsetzen. So, natürlich kommst du Mega-Ding jetzt. Uah. Ich weiß immer noch nicht, was diese Dinger machen. Naja, werden wir schon früh genug rauskommen. Ich glaube, die stehen einfach nur, oder? Und machen Schaden. Wenn man halt reinläuft. Wenn man Pech hat. Wow. Die sehen ja die den Weg ziemlich crazy voraus. So. Die Münze kriegen wir noch. Sonst gibt es hier nichts. Alles klar. 4 Bomben haben wir. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Steine ich... Boah, Mann. Scheiße. Wie viel Steine ich übersehen habe. Okay, da ist nichts. Puh. Oh oh. Aber es geht. Es geht, es geht. Da wollte ich gerade in der Mitte stehen bleiben. Dachte ich, nein, du Pussy. Aber gut. Irgendwann werden wir Isaac so auf die Art töten, ne? Irgendwann, irgendwann. Super, Alter. Diese Gegner sind zum Beispiel so nervig, da setze ich das einfach ein. Hier, zack. Bleib stehen. Und die kommen jetzt zu mir. Boah, so eine Reichweite, nicht schlecht. Tschüss. Sehr gut. Demon Baby, echt jetzt? Ghost Baby, Spectacle Body. Na gut, es gibt bessere Sachen. Naja, noch ein Kamerad, der uns hilft, wenn wir einfach stehen bleiben. Warum nicht? So. Oh. Boah, der hat doch noch natürlich viel mehr aus und so ein Scheiß und lässt die Brille da droppen. Ich will sie haben. Okay. So. Zum Glück machen wir relativ viel Damage. Oh mein Gott. Boah, das sind hier meine Kameraden. So ähnlich. Ich bin nicht hier. Ihr seht mich nicht.
Ja, das Ghostbaby schießt nur, wenn ich schieße. Okay, stimmt ja. Ganz vergessen. Wir haben keine Schlüssel. Das ist nicht so gut. Weil wir brauchen ein paar gute Items, weil wir sind noch nicht so krass. Natürlich könnten wir unsterblich werden. Aber wollen wir das denn? Haben wir eigentlich zwei Guppy-Dinger aufgehoben? Schon, ne? Ja, eigentlich bräuchten wir noch ein Guppy-Teil. Da sind wir Guppy. Shop gehe ich nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Ach, Mist. Wisst ihr was? Ich setze mal ein Herzchen ein, damit wir einfach ein paar blaue Herzchen haben. Was ist jetzt haben wir hier? Depths 1. Okay, da kommt nicht die Mom. Lass mal Monster töten, schon wieder. So. Hier, schauen wir mal. Wir bleiben einfach stehen. Warte jetzt. Easy. Easy going. Ich guck gerade in die Kamera, aber. So. Flop, 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 flop. Tja. Du kannst jetzt warten. Natürlich dauert das verdammt lange. Du musst jetzt auch warten, bis er hochspringt. Weil einmal hier gefangen. Bekommen wir jetzt gleich Schaden, ne? Oh, Laser. Komm schon, wieso hilft er mir nicht? Na, guck mal, da spawnt er die Fliegen. Ah, sehr gut. Die Fliegen. Tut mir leid, dass ich mal Fliegen sage. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass es hier Spinnen gibt. Ja, Mist. Ich hoffe, wir finden gleich das Schwänzchen irgendwie beim Satan. Oh Mann, das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Latchkey, Luck Up. Okay, bekommen wir jetzt immer wieder Schlüssel, oder was? Und wir bekommen... Warte, welche Items habe ich aufgehoben? Guppy's Paw? Guppy's Head habe ich noch nicht, ne? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt habe ich 9 Leben. Auf geht's. Und wir haben 2 Guppy-Teile. Vielleicht finden wir noch eins und werden dann Guppy. Wäre auf jeden Fall interessant, mal zu sehen, wie sie so... Also, wie Guppy ist. So. Mal hier reinlupschen. Schlüssel, Bombenkarte. Ich glaube, den Schlüssel hole ich mir. So. Könnte ich eigentlich theoretisch rein, ne? Auf geht's. Ja, mit der Kohle. Hat sich's gelohnt? 10 Stück wieder. Okay. Boah, meine Stimme verlässt mich immer wieder. Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mistviecher. So, wir dürfen jetzt aber nicht, also, wir haben jetzt zwar 9 Leben, aber dafür haben wir dann immer, wir starten immer nur mit einem Herzchen, ne? Das heißt, wir sind eigentlich immer Insta-Kill. Das wird ein Death-Loop. Wenn wir jetzt einmal alle Leben verlieren. Das ist nicht so cool. Habe ich hier schon gesprengt für den Geheimraum? Ne, leider nicht. So, lass mal weiterschauen. Ja, ja, ja. Nicht so wütend. Ah, scheiße. Nicht so wütend sein, das tut dir nicht gut. So. Okay. Da war das hier. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das einsetze. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Health-Up-Dinger und sowas, weißt du? Haben wir hier Steine mit einem Kreuz? Das ist voll schwer zu erkennen, Mann. Ich glaube aber nicht. Komm. Ach, Mist. Ich hole mal das Geld, glaube ich, ja. Wir kommen unsere Bomben auf jeden Fall wieder zurück. Sehr gut. So. Hat ihr das geflüstert die ganze Zeit? Das macht ein bisschen wahnsinnig. So ein bisschen. So. Okay. Im Shop gab es da noch einen Schlüssel oder habe ich da eine Bombe oder einen Schlüssel gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Was war hier? Ach, da war ein Penny. Genau, den wir nicht kriegen können. So, dann würde ich sagen, wir sind schon 26 Minuten hier unterwegs. Lass uns mal hier reinglüpschen. Und hier haben wir noch ein Bömmchen. Und das hier nehme ich auch mit. Full Visible Map. Gibt es jetzt eigentlich auch, hat es auch den Kompass-Effekt? Oder gibt es noch den Kompass? Kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt der Kompass weg ist. Irgendwie. So. Depth 2. Und, nee, hat nicht den Kompass-Effekt.
Tja, lass uns mal erstmal die Hauptwege gehen. Brimstone. Scheiße. Die Gegner schnell zu erkennen, das ist eigentlich der Trick und das ist ziemlich schwer. So. Boah. Töte schnell, töte schnell, töte schnell, bevor es wütend wird. So. Mann, 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 Mann. Und auf Wiedersehen. Ja, Trollbombe. Blödes Teil. Hier ist kein Item. Oh, diese blauen Fackeln. Keine Ahnung, was die machen. Aber nein, danke, sag ich dazu. Ungern, danke. Ich hoffe, wir werden Guppy. Das wäre voll kacki. Nee, geil wäre das. Einige sind ja schon, haben meine getwittert. Hey, bin schon Guppy geworden. Und du? Nein, leider nicht. Tja, wir brauchen Schlüssel. Okay. So. Ein Schlüssel. Wow, ich wollte schon in den Shop reinschieben. Boah, was bist du denn? Dark Bloom, he wants to take your life. Oh, du hebst Herzchen auf und gibst mir was. Oh man, das sind irgendwie nicht so die krassesten Items, wenn ich ehrlich bin. Ich spreng mal hier. Sieht irgendwie so cool aus. Schwarzes Herzchen. Und Puberty-Pille. Zweimal. Super. Idiot. Schade. Boah. Die hätte ich einfach stehen bleiben müssen. Oh Mann, ich will nicht so viele Herzen verlieren, Mann. Kreuze, Kreuze, irgendwo. Hier. Warte, lass mich hier springen. Hier sind zwei Stück von denen. Bekomme ein blaues Herzchen zurück. Das ist immerhin etwas. Immerhin etwas. So. Gut, her mit der Münze. Die geben wir alles dem Bettler. Sehr gut. Nimm das Leben. Kommt zu mir. Perfekt, die Statue erkennt mich auch gar nicht so als Gegner, ne? Ja, auch sehr witzig. Ach, guck mal hier, die gibt's auch noch. Hi. Ihr kleinen Wackelpudding-Männer. So. Den kenne ich, den kenne ich, den habe ich gesehen. Guck mal, man schießt jetzt solche Tränen. Finde ich sehr geil. Sehen irgendwie voll komisch aus. Jetzt kommt übrigens die Mom. Puh. Oder? Depth 2, ja, da kommt die Mom. Deswegen werden wir jetzt mal ganz kurz dem Bettler ein bisschen Kohle geben. Komm. Oh. Ah, die Pillen werden alle gut. Hätten wir früher gebraucht vielleicht. So. Super. Das ist sehr geil. Leute, das ist sehr geil. Damit können wir arbeiten. Damit können wir nicht arbeiten. Ja, genau, hier bin ich. Hast du dich erkannt, was? Ich schau, ich bin die Statue. Ein Schwein, ich bin die Statue. So. Und auf Wiedersehen. Okay. Lass uns jetzt mal hier reingehen. Kiste. Und ein paar Bomben für uns. Hi, Loki. Oh, hi. Naja, spawn ruhig noch mehr. Wie die auf den Sack gehen. Hey. Nicht auf mir spawnen. Okay. Ich dachte, das spawnt immer bei mir. Einer ist tot. Jetzt kommt noch hier Monstro 2. Der Wütende. Ich hoffe, das Ding spawnt jetzt ein paar Spinnen. Komm schon. Okay.
Mann, oh Mann, oh Mann. Bomben haben wir 6 Stück. Ich könnte vielleicht mit einer Bombe arbeiten. Ein bisschen mal. Okay, der ist eh schon gleich tot. Ups. Kommt noch einer? Puh. Glück gehabt. Okay. Suchen wir weiter nach Pillen. Das ist eine Trollbombe. Keine Pille. Ich blick gerade, wo der Geheimraum sein könnte, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So. Wir haben alles, oder? Shop können wir nicht rein. Wir haben keine Dingeskirchen. Verstehst du? Wow. Vorsicht, Junge, Vorsicht. Dann lass uns mal die Mami besiegen. Hier ordentlich den Arsch versohlen. So. Dieses Hook-Ding ist doch besser als gedacht. Ja, das bin ich. Einige kommen auch mit dem Sound nicht mehr. Natürlich, die klingt, wie gesagt, schon wie die kleine Prostituierte, aber das ist das kleinste Übel. Ansonsten ist das einfach verdammt geil. Vielleicht wird es auch noch gepatcht. Vielleicht denkt sich Admon McMillan, verdammt, warum habe ich die Mom so eingebaut? Die klingt ja wie eine Prostituierte. Und wenn Holly das sagt, dann muss ja was stimmen. Schade, ich dachte, die öffnet sich da, also das Auge da. Schade. Ah, die habe ich nicht gehört. Scheiße. Ich verliere eindeutig zu viel Leben gerade. Ich finde den Sound eigentlich ziemlich cool jetzt. Ich habe ihn mir mal nochmal angehört. Er bringt halt die passende Atmosphäre irgendwie. Ah! Zu Rebirth. Mann, das läuft irgendwie gerade nicht so pralle, ne? Zeigt sie sich da oben? Nein. Wird natürlich unsterblich werden und einfach dann würde der Kampf aber Ewigkeiten dauern und 3 Tage. Oh Mann! Egal, wir müssen nur das Herz besiegen. Isaac will ihn noch nicht besiegen. Es geht nicht darum, irgendwie besser als alle anderen zu sein oder sonst was. Ich möchte einfach nur Isaac spielen. Das komplett durchspielen, einfach alle Achievements holen. Ach, guck mal, ein Damage Upgrade. Stupid. Tears and Shot Speed Up. Oh, fuck. Boah, guck mal, wie schnell wir schießen. Okay, ich würde sagen, wir hauen jetzt ab in die nächste Ebene, oder? Leider kein Devil Deal oder sonst was. Aber vielleicht in der nächsten Ebene und dann werden wir vielleicht Guppy. So, okay, let's... Ich gucke mal 3000 Mal. Ob es hier nicht irgendwie so einen Stein gibt. So. Okay. Hätten wir das auch. Oh Gott. Boah. Der Boss ist wahrscheinlich da ganz unten. Puh. Mama mia. Oh. Wo kommt das denn her? Nehme ich mit. Tja, spreng ich das? Ich glaube schon. Leider nichts bekommen. Dann lass mal den großen Raum hier clearen. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Erlebnis hier mit denen. Okay. Boah, der Filter, der hier drüber liegt in The Womp, ist auch ein bisschen nervig. Aber passt schon. Wow. Okay. Ja, ja, schießt du nur. Was für eine Range haben wir? Wir haben noch eine gute Range. Gott, meine Tränen, die kann man voll schlecht kontrollieren irgendwie, aber irgendwie auch gut. Wie habe ich das überlebt? Gut, egal, ich frage nicht, sondern akzeptiere es einfach. So, hier drüben müsste der Boss sein irgendwo. Es kam mir vor, als würde ich weggedrückt werden gerade. Da muss man sich echt gewöhnen an dieses ganze Rumgeschubse. Ja, so an das... das ist... Oh, puh. Dass sich die Ebene halt mitbewegt, so. Was haben wir hier? Balls of Steel. Nice. That's some nice shit. Okay, da ist der Boss. Springen wir mal hier. Und hoffen auf den Devil Deal. So. Da bin ich. Auf geht's.
Mach ihn fertig. Mach ihn einfach nur fertig. Ach, guck mal, da gibt's sogar mehr Schaden hier. Guck mal, zack. Da seht ihr mal auf die Lebensleiste. Irgendwann bekommt er auch mehr Schaden. Keine Ahnung, wenn er hüpft oder so. Wenn er gleich hüpft, hau ich ab. Oder nee, dann bekomme ich diesen scheiß Schaden. Doch, hüpf, hüpf mal, hüpf mal, hüpf mal, hüpf mal. Oh mein Gott, ich glaube, der hüpft nicht so schnell. Der hüpft nicht so schnell. Der tobt sich jetzt damit aus und denkt sich, oh, gleich schaffe ich's. Nein, es geht nicht. So hätte ich die Gegnerin können. Dieses Blaut hätte ich gemacht, als... Ich nerve. Ich bin unfähig. Oh Gott, seht ihr, da kotze ich schon beim Anblick von Blaut. So. Komm, kratz ab, kratz ab, kratz ab, kratz ab, kratz ab, kratz ab, kratz ab. Okay, hatten wir geschafft. Oh, kein Deal with the Devil. Haben wir nicht verdient, was? Ach, hier das Ding, das lässt uns pupsen. Das lassen wir einfach mal. Hatten wir schon. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was gibt's hier? Speed up. Oh, okay. Aber ich will nicht zu schnell werden, sagt er und nahm direkt zwei Pillen. Gehen wir in dieselbe Ebene? Ich würde sagen, ja. So. Leider werden wir nicht Guppy. Wir haben zwei Guppy-Teile, aber, ne? Ich habe sogar 9 Lives mitgenommen extra. Der Boss ist unten, oder? So. Okay. Oh, hey, kein Schaden nehmen. Hör mal auf jetzt. Gottes Willen sind das viele hier. Auf Wiedersehen. Jetzt Quadshot, ey. Wie würde das aussehen? Frage ich mich. Safety gibt noch mehr Pillen. Ich glaube, das nehme ich mit. Also Tränen fliegen jetzt normal. Okay, müssen wir mitleben. Speed up. Ich weiß ja nicht. Also das hier nochmal Puberty, genau. Loki. Ne, wir sind, haben schon genug Geschwindigkeit, Leute. Wir haben genug Geschwindigkeit. Ah, Mist. Friss es. Geht doch. Sie nicht umsonst war die Bombe, mein Lieber. Die gibt's nämlich nicht gratis. Das war's aber. Genau, das war's. Puh. Nee, dann lieber Safety Gap mitnehmen. Übrigens können jetzt 8 Pillen spawnen, anstatt nur 6. Das war ja früher in Isaac anscheinend. So habe ich nie gewusst, hat mir Zombie gesagt. Also in einem Run, dass 8 verschiedene Pillen spawnen können. In Isaac, dem alten Isaac, Oldie Isaac waren es nur 6. Falls der Mann nicht wieder lügt. So. Okay. Den nehmen wir mit. Komm. Ja, komm schon. Oh, nicht du schon wieder. Ah, verdammt, da hat er schon geschossen. Okay. Stören wir den mal. Eigentlich hätte ich einfach stehen bleiben können und das Ding hätte einfach alles zerstört, aber wir sind hier nicht im Pussy Mode. Den gibt es in Isaac nicht. So. Okay. Oh nein, die blöde Mom ist hier. Da ist sie. Kommt noch ein weiteres? Da, ja. Frage beantwortet. Okay, komm her. Na komm schon, zeig dich. Zeig dich. Gut. Ich würde sagen, wir besiegen Mom, ne? Ich würde sagen, wir besiegen... Mom's Heart. Oh Gott, da pocht es. Das bin ich. Oh, die Musik ist so gut. Okay. Wir machen nicht so viel Damage, Leute. Deswegen werde ich es abbrechen. Also nicht abbrechen, sondern wenn wir jetzt das Ding hier besiegt haben, hören wir auf.
Hilfe! Leute! Wir sind tot. Wir sind tot. Ich glaub's nicht. Wir sind gestorben. Wir haben aber noch ein Leben. Oh nein. Oh nein, Leute. Wir gehen mal eben die ganze Ebene clearen. Oh nein. Hat es jetzt unseren Streak auch zerstört? Ich glaube schon, oder? Oh nein, Leute. Lass uns mal hoffen, dass wir hier ein paar Pillen bekommen oder so. Balls of Steel. Scheiße. Scheiße, Leute. Okay, das läuft nicht gut, ey. Wenn ich jetzt die Mom nicht kille, dann bin ich auch depressiv. Dann gehe ich mit Zombie wein. Arcade Room, okay. Könnte uns was bringen. Was ist das hier? Hämmer, Temme, Temme, ne. Okay. Alter, da gibt... Alter, das ist ja richtig nice. Da gibt ja echt für... Da gibt immer blaue Herzchen. Okay, auf geht's hier. Komm. Okay, Leute, jetzt haben wir wieder eine Chance. Oh. There's something inside it. Lucky Rock. Ach so, das ist ein Stein, was drin ist. Okay. Da können wir eh nicht ran. So, unser kleiner Hoffnungsschimmer hier noch. Was war da denn, bitteschön? Hab ich gar nicht gesehen. Meine Güte. Versuchen wir das jetzt nochmal oder gehen wir und verlieren alle unsere Herzchen? Ich glaube, wir gehen und verlieren alle unsere Herzchen. What is that denn? I remember these. Oh, was macht das denn, bitteschön? Ach, die Dinger, die mich bei der Mom getötet, Moms hart getötet haben. Tja, keine Ahnung, was das macht, dieses Scheißding. Aber ich glaube, wir versuchen jetzt einfach mal, Mom zu besiegen, oder? Hey, nochmal so viel Glück haben, können wir nicht haben. Nochmal so viel Glück, Glück können wir nicht haben. So. Deswegen, auf geht's. Moms hart, oh oh, fällt gut an. Reingerast, weil jemand hier zu schnell unterwegs ist. Das bin ich, immer noch. Go, 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 go. Ach du Scheiße. Was die für Dinger drauf hat, ey. Die Dinger haben mich eben getötet. Das lasse ich nicht wieder zu. Das lasse ich nicht wieder zu. Ist immer noch kein Pussy-Mode? Nein, ich habe immer noch ein bisschen so gekämpft. Na komm schon, komm, spawnt bei mir. Okay, sehr gut. Eins ist weg. Der andere ist so weit weg. Uiuiui. Ui, ui. Das nenne ich Tränen. Oh, was ist das denn? Ach, die schießt die Kacke. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Oh, 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 oh. Wir haben Errungenschaft freigeschaltet. Enus und Solar System. Nice. Okay, und es geht nicht weiter diesmal. Komischerweise. Sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste. Wir beenden das Ganze. Richtig geil, diese Animation. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vergesst das Bewerten nicht.
Achso, hier, Transzendenz haben wir bekommen und You Unlock Challenge Solar System. Alles klar, bis dann.